Das hat etwas mit diesem politischen oder nationalen Selbstverständnis zu tun, das aus dem 19. Jahrhundert herübergerettet worden ist. Und das ist immer wieder auch natürlich eine Machtfrage. Derjenige, der bestimmt, wer was zu sprechen hat oder wer wann wo wie sprechen muss, der kann ja von sich dann immer noch behaupten, dass er sozusagen das Sagen hat. Sprache oder das Erlernen der eigenen Sprache zunächst, aber auch jeder Fremdsprache, hat zu tun mit auch Verstehen des anderen, der eine andere Sprache spricht. Ich würde sagen, es ist auf alle Fälle nie verkehrt, die Sprache des Landes zu beherrschen. Aber ich muss stark unterscheiden, ob das jetzt Menschen sind, die auf der Flucht sind. Denn die setzen sich zu Hause in ihrem Kriegsgebiet nicht hin und bestellen sich einen Kurs. Sprachpolitik ist ein heftig umstrittenes Terrain. Die Debatte zieht sich oft auch ideologisch aufgeladen durch viele Politikfelder, von der Bildungspolitik über die Integrationspolitik bis zur Außenpolitik. Viele internationale Konflikte der Gegenwart haben sich auch an Sprachfragen entzündet. Welchen Beitrag kann die österreichische Auslandskulturarbeit abseits aller Ideologie in diesem Feld leisten? Man muss diese Auseinandersetzung mit der Mehrsprachigkeit und mit der Vielsprachigkeit forcieren und betonen und pflegen, wo immer es geht. Denn also das, da übt man sich erst darin, den anderen zu verstehen. Man ist herausgefordert. Man muss sich verständig machen können und versuchen, sich verständig zu machen. Das halte ich für die beste Grundlage in Europa, auch politisch gesehen. Die Arbeit zur Überwindung von potenziellen Verständigungsproblemen beginnt dabei schon weit im Vorfeld der tagesaktuellen Politik. Ein Beispiel dafür ist die internationale Literaturvermittlung. Das Deutsch als Sprache ist für uns natürlich in Österreich auch die Sprache der österreichischen Literatur. Die österreichische Varietät des Deutschen sehr, sehr wichtig für unsere Literaturentwicklung. Mit dem Programm Schreibart Austria wird eine neue Generation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern im internationalen Netzwerk der österreichischen Auslandskultur bekannt gemacht. Eine von ihnen ist die Bachmann-Preisträgerin Maja Haderlap, die als Kärntner Slowenin einen besonders genauen Blick auf Verständigungsprobleme zwischen Sprach- und Kulturräumen hat. Ich halte die Übersetzungen auch für eine ganz wichtige Übung, denn man sieht, wie schnell man auch scheitern kann im Verständnis des anderen, wie sehr man davon abhängig ist, was man begreift oder nicht begreift. Man ist sich, wenn man übersetzt, der eigenen Grenzen immer bewusst. Das halte ich für eine wichtige Voraussetzung für jeden Dialog. Betrachtet man die aktuellen politischen Krisen an den Grenzen Europas, dann haben sie wohl eines gemeinsam. Sie sind Manifestationen dieses Scheiterns im Verständnis des anderen. Ein Handlungsfeld für die Außenpolitik. Mit Übersetzungsprojekten wird zum Beispiel österreichische Literatur auch in Kulturräume vermittelt, in denen sie bislang noch weitgehend unbekannt ist. Wie beispielsweise die Übersetzung einer Anthologie österreichischer Literatur ins Arabische, die aktuell gerade erscheint. Natürlich wird auch mit Übersetzungen gearbeitet, aber es geht auch darum zu transportieren, dass europäische Kultur sehr stark auch mit dem Element der Verschiedensprachigkeit in Europa verknüpft ist. Eine Autorin, in deren Biografie diese Verschiedensprachigkeit auf besondere Weise eingeschrieben ist, ist Julia Rabinowitsch, die noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs mit ihrer Familie als Achtjährige aus Russland nach Österreich gekommen ist. Faktum war, die haben miteinander gequatscht und sind von den Deutschsprechern verarscht worden. Ich habe genau niemanden zum Quatschen gehabt, bin von allen verarscht worden. Das war eine richtig unschöne Situation. Eine Situation, die Rabinowitsch besonders angespornt hat. Als Kind, wie sie selbst sagt, umgetopft, ist sie heute in ihre neue Sprache vollkommen eingetaucht. Deutsch ist mein Gebiet, in dem ich mich sicher fühle. Das ist das Gebiet, das mir gehört. Das ist durch die Sprache abgesteckt und eine Art Königreich. Und das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich sagen würde, es funktioniert, was ich mache, dass ich wie ein Fisch bin, der wie im Wasser in Sprache schwimmt. Und das ist ein sehr beruhigendes Gefühl. Fragen des Spracherwerbs von Zuwanderern und der damit verbundenen Politik gehören zu den politisch besonders heftig diskutierten Themen in Europa. Eine vernünftige Zuwanderung ohne einen entsprechenden Spracherwerb ist nicht möglich, weil die Zuwanderer ja auch eine Berufschance in Österreich haben sollen. Aber ist es legitim, von Zuwanderern schon im Vorfeld das Erlernen der Sprache des Gastlandes zu verlangen? Für Maja Haderlap ist das eine Frage der präzisen Perspektive.
Es ist legitim, wenn es dem Austausch dient. Es dient ja nicht der Assimilation. Wenn es Möglichkeiten bietet, die Kultur des Landes, das man repräsentiert, kennenzulernen. Und wenn es die Aufgabe auch darin sieht, die Künstler und Künstlerinnen oder die kulturellen Errungenschaften des Landes in Kontakt zu bringen mit den kulturellen Errungenschaften des Landes, wo man zu Gast ist, dann hat das schon einen Sinn. Teil der Kultur- und Literaturvermittlungsarbeit der österreichischen Auslandskultur sind auch die 63 Österreich-Bibliotheken im Ausland. Die Österreich-Bibliothek als eine Vermittlerstelle ist enorm wichtig, wo sich Menschen, die an der österreichischen Kultur, an der Politik, an der Wirtschaft, an der deutschen Sprache interessiert sind, regelmäßig informieren können, wo sie nicht nur Bücher entlehnen können, sondern wo sie die Möglichkeit haben, Persönlichkeiten aus Österreich zu treffen. Die österreichische Auslandskultur kümmert sich aber nicht nur um internationale Literaturvermittlung. In den Österreich-Instituten im Ausland werden auch Sprachkurse angeboten. Österreich betreibt 8 Österreich-Institute, die Teil der Organisation der Auslandskultur sind, vor allem in den Nachbarstaaten. Und die Hauptaufgabe besteht darin, die deutsche Sprache in ihrer österreichischen Ausprägung und österreichischen Variation sozusagen zu vermitteln. Ich glaube, dass Österreich, gerade weil es kein großes Land ist und gerade weil es ein Kulturland ist, sehr viel bewegen könnte, europaweit und weltweit. Insofern ist diese Mehrsprachigkeit eine österreichische Chance und auch die Chance derer, die davon profitieren könnten. Ich denke mir, dass Österreich als ein Checkpoint Charlie für Kulturgeschichten eine ganz, ganz großartige Rolle spielen könnte. Und ich würde es entsetzlich finden, wenn man in dem Bereich nun zu sparen beginnt. Denn es ist für mich auch ein Teil der österreichischen Identität, diese Kulturvermittlung.